In diesem Video möchte ich schnell das gestern veröffentlichte Update kurz zusammenfassen, welches neben Unmengen an Fehlerbehebungen auch drei kleine neue Dinge mit ins Spiel gebracht hat. Im Baumodus lässt sich jetzt ein sehr überraschendes neues Deko-Objekt finden, ein kleinen Baby-Yoda. Dieser wurde scheinbar als kleiner Bonus für den Start von Disney Plus ins Spiel gebracht, trotzdem wirklich unerwartet. Auch im Erstelle eines Sim-Modus gibt es neue Optionen. Kleinkinder haben insgesamt drei neue Frisuren erhalten, die es schon für die Erwachsenen-Sims im Basisspiel und Erweiterungen gab. Ähnlich sieht es hier auch bei den Kindern aus, welche sogar 12 neue Frisuren aus den verschiedensten Erweiterungs- und Accessoire-Packs erhalten haben. Die Erwachsenen brauchen aber weiterhin die entsprechende Erweiterung, daran hat sich nichts geändert. Über das Simlische Radio könnt ihr jetzt die vier neuen Lieder Prom Dress, 4 AM, Nicknames und Win You Over hören, welche ebenfalls integriert wurden. Es gab ebenfalls extrem viele Fehlerbehebungen zu teilweise wirklich alten Fehlern, unter anderem Probleme mit den Augen von Magiern, dem Butler oder nicht aufessenden Sims im Restaurant. Alle Fehlerbehebungen findet ihr nochmal auf Englisch in der Videobeschreibung. Der Fehler-Blog-Eintrag verrät ebenfalls, dass der 20. Geburtstag der Sims nächstes Jahr im Februar wieder gefeiert wird. Vielleicht gibt es diesmal ja auch wieder mehr als nur ein einfaches T-Shirt. Denkt daran, am Montag startet ebenfalls der nächste Max's Monthly Stream, den ich ebenfalls wieder zusammenfassen werde. Freut ihr euch über die neuen Objekte? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.